1,50 Meter News heute mal anders aus Aachen bei Karlsruhe von der Veranstaltung der Gruppe Aachen weiß Bescheid. Wir sind hergekommen, um mal die Stimmung einzufangen, um Interviews zu bekommen mit den Rednern, um einfach mal zu zeigen, was geht in dieser Jahreszeit eigentlich noch an Veranstaltungen. Wie ihr seht, sind hier schon recht viele Leute da. Wir werden noch mal mit der Kamera auch durchgehen, gucken, dass wir mit mehreren Personen ins Gespräch kommen. Es sind noch andere Kamerateams vor Ort und werden schauen, dass wir hier mal die Stimmung einfangen und den Tag mal ein bisschen abbilden können. So, Aachen, die Veranstaltung ist vorbei. Es war ein guter Tag gewesen. Ich habe ja den Chris erst mal bei uns mit vor der Kamera. Wir sind heute das erste Mal zusammen auf Tour gegangen, haben uns ein bisschen die Aufgaben mit dem Film geteilt, weil natürlich bei uns die ganzen Kamerateams durften in den Urlaub. Ja, auch wir sind gute Arbeitgeber. Wir blenden dann mal darüber zu unserer neuen Zentrale, das werdet ihr gleich sehen. Jedenfalls, wie fandst du den Tag heute insgesamt? Super. Also ich war schwer beeindruckt gewesen. Ich hatte ja von dir erfahren zuerst, was so ein bisschen deprimierend war, weil die Aachener wollten ja zuerst gar keine Interviews geben. Wahrscheinlich, weil sie sich unsicher waren, ob da nicht vielleicht, die kannten uns ja noch nicht, ob das vielleicht öffentliche Medien sind, die konnten damit noch nichts anfangen. Als wir aber dann vor Ort waren und uns so ein bisschen vorgestellt haben, unser Vorhaben eben dargestellt haben, da sind sie doch eigentlich sehr offen gewesen. Du hast ja dann auch schöne Interviews gemacht. Und ich bin auch auf meine Kosten gekommen. Unsere Arbeitsteilung hat ja darin bestanden, dass ihr mehr die Leute auf den Bühnen interviewt. Und ich finde es halt sehr interessant, die Menschen zu interviewen, die eben keine große Bühne haben, die zu uns, zu den Mahnwachen, Demonstrationen und Kundgebungen kommen. Und da konnte ich auch 4 sehr schöne Interviews machen. Und wir haben ja auch wieder tolle Menschen kennengelernt mit einer Dame, der Renate, sind wir ja dann auch noch ein Eis essen gegangen. Es war also auch wieder sehr herzlich gewesen. Und das war es auch schon wieder wert, hierher zu kommen. Und es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich meine, wir haben uns ja erst so richtig im Chat kennengelernt. Ja. Deine bessere Hälfte, der Holger vom Weltbeben, genau. 2020. Den wir hier auch mal grüßen von dieser Stelle. Hallo Holger. Der hat mich ja auf der Gelnhausener Demo am 3.7. angesprochen gehabt, ob wir vielleicht ein bisschen zusammenarbeiten. Und da habe ich mir gedacht, wow, weil ich kannte euch schon vorher. Ihr seid ja schon sehr professionell, auch wenn man eure Kameraausrüstung sieht. Und ich bin da so mehr so hobbymäßig unterwegs. Und da habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ich meine, es ist schön, in der Szene unterwegs zu sein. Und vielleicht lerne ich ja auch noch was von euch. Und ja, so kam es dann dazu. Wir haben ja jetzt heute unsere erste Fahrt gemacht. Ich habe dich ja hier in Karlsruhe, wo wir uns jetzt befinden, genau, am Bahnhof, schön, Hauptbahnhof abgeholt. Dort sind wir jetzt auch wieder nach unserer Tour. Wir hatten eben einen großen Regenguss gehabt am Ende der Veranstaltung. Deshalb konnten wir nicht vor Ort drehen und machen das jetzt eben hier, das gemeinsame Video. Und ja, ich habe wirklich sehr viele schöne Eindrücke gesammelt und es hat wirklich mit dir super viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Kann ich nur zurückgeben an der Stelle. Also ich muss ja auch sagen, also der Tag an sich war ja, gut, er war wirklich gut und zufriedenstellend, weil es waren, wie gesagt, viele Leute da. Viele interessante Interviews haben wir bekommen, die werden wir dann einspielen in den nächsten Tagen. Es macht auch mal Spaß, jemanden zu haben, wo man sagt, man kann die Arbeit teilen. Ja, es ist natürlich, wenn man so ein kleineres Projekt hat, wo die Anzahl der Mitarbeiter natürlich begrenzt ist, ja, gut, dass man sagt, man kann wirklich mal sich Arbeit oder man kann sich Zeit verschaffen gegenseitig, ja, man kann voneinander profitieren. Von daher ist es immer gut, wenn man mal jemanden hat, der eine Kamera hat, die dir auch bedienen kann. Ja, und wo man ja auch selber richtig neidisch drauf werden kann, von wegen guter Ausrüstung. Ja. Und ja, von daher, der Tag war gut, wir blenden das ein. Wir hatten auch ein Interview mit den Veranstaltern zum Schluss noch bekommen. Jedoch müssen wir das Interview noch mal wiederholen. Auch wir von Weltbeben, ja, manchmal klappt das auch nicht alles so mit der Technik. Fakt ist, es waren gute Eindrücke auch von den Veranstaltern. Die Polizei war sehr gut gewesen heute. Sie waren gerade mal mit, was, 10 Leuten oder es waren nicht viele, ja, mit 10 Leuten da für eine Veranstaltung von vielleicht 400, 500 Leuten. Also auch ohne Montur, ohne so Einsatz, Einsatzkleidung, also wirklich ganz, ganz gechillt. Von daher war es ein sehr guter Tag und würden uns mal sagen, verabschieden wir uns von der Stelle hier. Und sehen uns dann nächste Woche wieder. Alles klar. Genau. Bis bald.
doch eh nur Aliens und gehören gar nicht her. An die Beschränkungen. Was geht ab, liebe Freunde der Freiheit? Fühlt ihr euch auch seit geraumer Zeit wie Fremdkörper auf dieser Welt? Als wärt ihr irgendwelche Außerirdische von einem fremden Planeten? Dann wird's Zeit, meine neue Single Aliens abzuchecken. Der Song ist auf allen bekannten Plattformen verfügbar und geht durch das Musikvideo auf ZensurTube und über meine Website. Also lasst uns die Erde zurückholen.